da sie an die vielfachen Verwandlungen dachte. Die sie den Tag über schon durchgemacht hatte. Eine schöne Ausrede, wahrhaftig. Sagte die Taube im Tone tiefster Verachtung. Ich habe mein Lebtag genug kleine Mädchen gesehen. Aber nie eine mit solch einem Hals. Nein, nein, du bist eine Schlange. Das kannst du nicht ableugnen. Du wirst am Ende noch behaupten, dass du nie ein Ei gegessen hast. Ich habe Eier gegessen, freilich, sagte Alice. Die ein sehr wahrheitsliebendes Kind war. Aber kleine Mädchen essen Eier ebenso gut wie Schlangen. Das glaube ich nicht, sagte die Taube. Wenn sie es aber tun, nun dann sind sie eine Art Schlangen. So viel weiß ich. Das war etwas so Neues für Alice. Dass sie ein paar Minuten ganz still schwieg. Die Taube benutzte die Gelegenheit und fuhr fort.
Du suchst Eier. Das weiß ich nur zu gut. Und was kümmert es mich? Ob du ein kleines Mädchen oder eine Schlange bist. Aber mich kümmert es sehr, sagte Alice schnell. Übrigens suche ich zufällig keine Eier. Und wenn ich es täte, so würde ich deine nicht brauchen können. Ich esse sie nicht gern roh. Dann mach, dass du fortkommst, sagte die Taube verdrießlich. Indem sie sich in ihrem Nest wieder zurechtsetzte. Alice duckte sich unter die Bäume, so gut sie konnte. Denn ihr Hals verwickelte sich fortwährend in die Zweige. Und mehrere Male musste sie anhalten und ihn losmachen. Nach einer Weile fiel es ihr wieder ein, dass sie noch die Stückchen Pilz in den Händen hatte. Und sie machte sich sorgfältig daran,